Hallo, ist es dir auch schon passiert, dass du irgendwelche Vögel fotografieren wolltest? Es gab eine unglaublich coole Action-Szene, zum Beispiel, dass die Mutter den Jungvogel gefüttert hat oder dass ein Vogel gerade abgehoben hat. Du hast die Fotos gemacht und nachher waren alle unscharf, weil der Autofokus noch auf One-Shot eingestellt war vom letzten Mal Landschaftsfotografieren. Ich denke, falls das so ist, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Viel Spaß! Komplett falschen Einstellungen zu haben, ist mir in den letzten Jahren zum Glück nur noch sehr selten passiert. Und zwar dadurch, dass ich die Individualaufnahmemodi benutze. Vielleicht sagen diese euch ja schon etwas. Oder sonst habt ihr zumindest am Menüwahlrad bei eurer Spiegelreflexkamera oder jetzt bei der R oder R5 über den Mode-Button schon die C1, C2 und C3 gesehen. Und in diesem Video möchte ich euch erklären, was diese Individualaufnahmemodi sind und wieso ich denke, auch ihr solltet diese unbedingt einsetzen. Dann werde ich euch zeigen, wie man diese bei der R5, aber auch bei anderen Kameras wie der R6, der EOS R, der 5D Mark IV und so weiter registrieren kann. Und was für Einstellungen ich so grob dabei verwende. Und schlussendlich, was die Limitierungen sind, die diese Individualaufnahmemodi noch mit sich bringen. Die Idee der individuellen Aufnahmemodi ist, dass ihr im Prinzip alle eure Settings abspeichern könnt auf diesem C1, C2 oder C3 und nachher jederzeit darauf zurückgreifen könnt. Diese Settings können Blende, Verschlusszeit, der Aufnahmemodus an sich, also ob AV, TV oder M sein, den Weißabgleich, die Autofokusbetriebsart und so weiter, all das könnt ihr darauf abspeichern. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, auf C1 setzt ihr euch eure wichtigsten Settings für Landschaften, auf C2 eure wichtigsten Settings für Vögel. Überlegt euch als erstes, was für einen Aufnahmemodus möchtet ihr jetzt überhaupt registrieren. Zum Beispiel könnte ich jetzt in den M-Modus gehen und sagen, ich möchte meine Einstellungen für Vogelfotografie sichern. Das heißt, ich nehme eine kurze Verschlusszeit, öffne die Blende eher, den Autofokus setze ich mal auf den Tieraugen-Autofokus beispielsweise. RAW ist gut, ich habe hier das schnelle Serienbild aktiviert und der Rest von den Einstellungen passt jetzt momentan einmal. Dann kann ich jetzt auf Menü gehen. Navigiere hier zu individueller Aufnahmemodus, Einstellungen registrieren und weise dem jetzt zum Beispiel mal C1 zu. Ich mache es jetzt in meinem Fall nicht, da ich nicht meine Einstellungen überschreiben möchte. Und wenn ihr nachher jetzt von M hier auf C1 wechselt, dann seht ihr auch hier unten dran schon das kleine M, das eben euch angibt, dass ihr hier einen manuellen Modus hinterlegt habt. Und jetzt habt ihr die Einstellungen, die ihr vorher eingestellt habt. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier eine relativ kurze Verschlusszeit bei einer 2500stel registriert, zum Beispiel zum Vögel im Flug fotografieren. Sagen wir, es ist jetzt eher dunkel und ich fotografiere Vögel, die nicht im Flug sind, dann passe ich diese Verschlusszeit an, ändere vielleicht die ISO noch ein bisschen. Und normalerweise ist es jetzt so, wenn ich hier zurückgehe in den manuellen Modus oder in irgendeinen anderen Modus, hier fotografiere und dann wieder zurück auf den C1 komme, dann seht ihr, die Einstellungen sind wieder beim alten Wert. Das heißt, die Einstellungen, die ihr einmal gespeichert habt, bleiben immer so und wenn ihr sie ändert, dann werden sie so lange geändert, wie ihr am Fotografieren seid. Sobald ihr den Aufnahmemodus wechselt oder die Kamera ausschaltet, werden die Änderungen verworfen. Ich mag das nicht so, deshalb habe ich hier eingestellt, dass ihr die Änderungen automatisch aktualisieren soll. Wenn ihr diesen Menüpunkt aktiviert habt, dann ist es so, dass wenn ich jetzt hier die Verschlusszeit eben ändere und die ISO, ich anschließend in den manuellen Modus gehe, wieder zurück in C1 wechsle, dann bleiben diese Änderungen erhalten. Und so habt ihr im Prinzip immer ein gutes
die Grundeinstellungen für die Vogelfotografie schon drin, mit dem richtigen Autofokus, einer brauchbaren Standardverschlusszeit, wenn man so will, brauchbare ISO und so weiter. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier den C2 auf Vögel im Flug eingestellt, mit elektronischem Verschluss, dass die Kamera noch schneller ist. Meistens habe ich wenig Licht, deshalb ist die ISO standardmäßig schon mal relativ weit oben. Ich habe einen anderen Autofokus ausgewählt und so weiter. Wenn ich jetzt schließlich noch in den C3-Modus gehe, dann seht ihr, hier ist die Blende geschlossen. ISO sind bei 100. Ich habe den One-Shot aktiviert. Das Serienbild ist nur langsam. Vielleicht könnt ihr es euch schon erahnen. Das ist die Einstellung, die ich mir für Landschaftsfotografie ausgesucht habe. Und die Einstellungen sind sicher nicht perfekt. Aber ich habe einen guten Standardwert und kann nachher sehr, sehr, sehr schnell kleine Anpassungen machen, wenn es nötig ist. Und ich würde auch euch empfehlen, für die wichtigsten Situationen, die ihr habt, das kommt natürlich auf euren Fotografiestil an, eben einmal vielleicht Vogelfotografie, vielleicht einmal Landschaft, vielleicht einmal Makro, was auch immer, die wichtigsten Einstellungen da einzuspeichern. Und nachher habt ihr immer mehr oder weniger. Und auch wenn die Einstellungen nicht für jede Situation perfekt stimmen, seid ihr immerhin schon einmal im richtigen Bereich und könnt dann sehr schnell kleine Änderungen anpassen. Und ich meine, Verschlusszeit ISO anpassen, das muss man eh fast immer. Aber es können keine blöden Fehler, sag ich mal, mehr passieren, wie dass ihr den Autofokus auf One-Shot statt Servo habt oder dass ihr 10 Sekunden Zeitauslöser drin habt statt das schnelle Serienbild. Und um das geht es mir hier. Wie gesagt, möchte ich euch auch kurz verraten, wie ich die Einstellungen hier an meiner R5 gemacht habe. Übrigens fast gleich wie damals an der 5D Mark IV und an der 5D Mark III zuvor. Den C1-Modus habe ich so eingestellt für normale Vogelfotografie, sag ich einmal. Also Standardwert irgendwie eine 500stel Sekunde, Blende offen, ISO auf 800, 1600, was auch immer. Das schnelle Serienbild und so weiter. Spot-Autofokus oder Einzelfeld-Autofokus, den C2 für Vögel im Flug, zum Beispiel mit Autofokus-Erweiterung, ein schnelleres Serienbild, die genauen Autofokus-Servo-Einstellungen etwas anders eingestellt, wie schnell er von das Autofokusfeld wechseln soll und so weiter. Und jetzt bei der R5 auch den elektronischen Verschluss für noch schnelleres Serienbild. Und C3 habe ich als Landschaftsfotografie Setting, wie gesagt, geschlossene Blende, Tiefe, ISO, langsameres Serienbild, damit ich die vollen 14-Bit Bildqualität erhalte und so weiter. Bei der Canon R5 ist es jetzt so, dass ihr hier nicht nur C1, C2 und C3 für die Fotoeinstellungen habt, sondern sogar auch für die Videoeinstellungen. Das finde ich recht cool, denn ich habe jetzt für ein Video C1 einfach auf 4K meine Standardeinstellungen, auf C2 habe ich 4K mit einer schnellen Bildrate, also was wären das, 120 Bilder pro Sekunde, um dann auch Zeitlupenaufnahmen machen zu können, wenn gerade Action ist. Und auf dem C3 habe ich auch 4K mit einem Crop eingestellt, falls die Tiere einmal weiter weg sind. Diese Individualaufnahmemodi finde ich wirklich super und ich glaube, wenn eine Kamera das nicht mehr hätte, die Canon rausbringen würde, egal wie gut der Rest wäre, das wäre für mich ein K.O.-Kriterium. Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen. Ihr könnt nicht alle Einstellungen darauf speichern. Zum Beispiel würde ich gerne für Landschaftsfotografie, da mache ich in der Regel nicht so viele Aufnahmen und Geschwindigkeit ist nicht so wichtig. Da würde ich gerne auf beide Karten, also CF Express und SD, gleichzeitig schreiben, einfach damit ich ein Backup habe. Natürlich hätte ich das gerne auch bei der Tierfotografie, aber das werden zu große Datenmengen. Und der Aufnahmeordner und Wiedergabeordner ist so etwas, der wird sozusagen global eingestellt. Also egal wie ihr den registriert, der ist in allen Aufnahmemodi der gleiche. Wie gesagt, habe ich den C1 für stationäre Vögel eingestellt, C2 für Vögel im Flug, C3 für Landschaften. Für die C1 und C2 habe ich übrigens schon ein Video gemacht mit allen Einstellungen von A bis Z, die ich an der Kamera eingestellt habe. Den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung.
Und ja, wo war ich? Genau. Die drei Modi habe ich, diese drei Szenarien habe ich auf C1, C2 und C3 gesetzt. Ich hätte aber gerne noch ein C4, zum Beispiel für Nachtaufnahmen. Und vermutlich würde mir noch mehr in den Sinn kommen. Und ich denke, gerade bei der Canon EOS R oder R5, wo man das jetzt sozusagen digital einstellt, also hier über diesen Mode-Knopf und dann einfach dreht, spricht für mich eigentlich nichts dagegen, dass Canon das nicht nachträglich über ein Firmware-Update noch ermöglichen würde, dass der Nutzer je nach Wunsch ein viertes oder fünftes sogar Individualaufnahmemodus registriert und somit noch mehr Optionen hätte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Einige haben mir nämlich geschrieben, dass sie nicht wussten, wie man diese Aufnahmemodi bei der Kamera registrieren kann. Andere wussten vielleicht gar nicht, dass es diese gibt. Und ja, die falschen Einstellungen haben kann so frustrierend sein. Deshalb würde ich euch wirklich ermutigen, diese mal auszuprobieren. Die Einstellungen, die ihr denkt, dass für euch passen, zu registrieren und dann rausgehen, fotografieren, eventuell updaten und ja, schaut mal, ob es etwas für euch ist. Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare und ich werde mein Bestes geben, diese zu beantworten und euch weiterzuhelfen. Zum Schluss noch ganz kurz etwas in eigener Sache. Ich fotografiere ja mit der Canon R5 und mit meiner 5D Mark IV selten, aber zum Filmen wird sie noch ab und zu eingesetzt. Dann habe ich noch meine Canon 5D Mark III. Diese habe ich im 2014 gekauft. Das war meine erste Vollformatkamera. Ich habe sehr viele Bilder damit gemacht, die ihr jetzt auch sehen könnt. 22 Megapixel Vollformatsensor, 61 Autofokusfelder und immerhin 6 Bilder pro Sekunde. Als ich von der 7D kam, war das ein gewaltiges Upgrade. Und diese Kamera möchte ich jetzt verkaufen. Also falls ihr Interesse habt, schreibt mir doch einfach ein E-Mail an info@naturfotografie-vor.ch. Ist auch unten noch in der Videobeschreibung. Ich kann auch noch Fotos von der Kamera oder ein paar RAW-Dateien, die ich mit der Kamera gemacht habe, euch schicken, wenn ihr wirklich interessiert seid. Ich denke, natürlich kann man die Kamera nicht mit einer EOS R oder kann die Kamera nicht mit einer EOS R5 mithalten. Aber wenn man einen günstigen Einstieg in die Vollformatwelt von Canon sucht, dann denke ich, ist dies durchaus eine gute Wahl. Ja, und somit bin ich definitiv fertig für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Fotografieren und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ciao!